willkommen zu diesem heutigen Lava-Video. Nicht wundern, ich habe das Video extra nur in 480p hochgeladen, da ihr sowieso in diesem Video wahrscheinlich eh nur zuhört. Und damit das Video heute noch online gehen kann, ich habe nämlich gerade Internetprobleme und das wird eh selbst in 480p noch lange genug hochladen. Aber ist ja nicht so wichtig. Erstmal das Wichtigste vorweg, Lisa, es tut mir wirklich leid. Wir haben ja diese Skype-Community-Gruppe und sie hat einfach nur geschrieben, hasst mich jetzt nicht, aber ich mag gar kein Zelda. Und dann haben alle schon geschrieben, was? Und dann habe ich einfach nur dieser älteste Gag des Buchs, was habe ich geschrieben? Moment, zack, habe sie aus der Gruppe geschmissen, habe ihr sofort danach wieder Eintrittslink geschickt und ist halt ein typischer Gag, ne? Kennt man ja. Fand sie aber nicht witzig. Okay, er hat mich dann bei ihr entschuldigt und das Blöde war dann aber, und da tat es mir dann halt wirklich leid, dass sie nicht wieder in die Gruppe rein konnte, weil sie wohl irgendwie da so eine gewisse Zeit so einen Bann hatte. Und da war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das tut mir jetzt wirklich leid, weil sie war wirklich gerne in der Gruppe. Jetzt mittlerweile ist sie wieder drin, wir haben dann ein bisschen getrickst und so weiter, ist wieder alles gut. Aber ich habe ihr versprochen, dass ich mich in diesem Video dann bei ihr einmal entschuldige, das habe ich jetzt hiermit getan. Dann einmal die schlechten Nachrichten vorweg. Ihr habt ja oben schon was von Reise gelesen. Es ist leider so, ich habe es mir schon fast gedacht, dass es so kommt, weil es war abzusehen, dass es so kommt. Ich möchte nicht erzählen, was es ist, aber es ist etwas Privates dazwischen gekommen. Etwas, mir persönlich geht's gut, es ist alles in Ordnung mit mir. Es ist nur so, dass etwas passiert ist, was dafür sorgt, dass ich jetzt die Zeit meines Urlaubs doch eine gewisse Zeit hier in Kiel gebraucht werde. Deshalb kann ich diese Reise nicht so krass umfangreich machen, wie ich ursprünglich wollte. Ich habe es mir schon fast gedacht, habe ja schon im Video gesagt, wenn nicht was dazwischen kommt. Jetzt ist es halt so, dass ich nicht so viel Tage Zeit habe für diese Reise. Ich muss jetzt, ein paar Tage sind für die Familie eingeplant, für alte Freunde, ungefähr eine Woche. Und eigentlich wollte ich dann so ungefähr anderthalb, zwei Wochen des Resturlaubs durch Deutschland fahren. Jetzt ist es so, dass ich das so ungefähr auf 5 Tage beschränken muss. Und ich habe mir das dann so gedacht, ich werde erst zu meiner Familie und da ein paar Tage bleiben, werde von da aus nach Hannover, möchte da beim Andi und seinem Bruder bleiben. Und dann möchte ich von Hannover aus, also in Hannover, dann auch ein tagsüber ein Fantreffen machen, für alle, die Lust haben. Ich sage aber nochmal ganz genau an wann genau und wie und was. Und dann möchte ich halt runter zum Finchi, möchte den Finchi mal kennenlernen und dann halt alle diese anderen aus dieser Community-Gruppe, die wir da so haben. So Anna und Thomas und Bambi und was weiß ich, da gibt es auch ganz viele, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt, ich habe jetzt nur 3 Namen beispielhaft genannt, Lee und Basti und so, und dass man die dann einfach mal zusammen irgendwie mal trifft, dass man die mal sieht und mal kennenlernt, und da es gibt noch ganz viele andere, die ich da auch gerne mal sehen würde. Und je nachdem, wie viele Leute der Finchi tagsüber da beherbergen kann. Und ja, da möchte ich da halt auch in der Nähe übernachten und dann auch in der Stadt da ein Ferntreffen machen. Das wird irgendwo in der Mitte Deutschlands dann sein. Was ich halt aber dann leider nicht machen kann, ist den Süden Deutschlands mir angucken. Und ich möchte mich erstmal bei allen bedanken. Mir haben wirklich viele Leute geschrieben, dass sie mich gern sehen würden, dass ich auch bei denen übernachten kann und so weiter. Vielen Dank dafür. Es hat mich wirklich gefreut, ganz viele tolle Nachrichten zu bekommen und auch so viele Möglichkeiten angeboten zu bekommen. Leider kann ich die jetzt aber nicht wahrnehmen, aus zeittechnischen Gründen. Ich möchte das trotzdem jetzt nicht aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ich möchte den Süden Deutschlands mir auf jeden Fall nochmal in Ruhe angucken, ungefähr eine Woche lang. Möchte nach München, Österreich, Schweiz und so weiter. Ist jetzt nicht der Süden Deutschlands, aber ihr wisst schon. Und muss ich mal gucken, wann ich da so demnächst Zeit für habe. Wahrscheinlich dann so Anfang nächsten Jahres. Vorher wird das dann wahrscheinlich wieder nichts, weil nach meinem Urlaub geht dann auch schon wieder die Trouble-Zeit los. Auf Weihnachten vorbereiten, dann kommen die Feiertage, dann kommt Weihnachten selbst und so weiter. Und in der Zeit werde ich die Zeit dafür nicht haben. Aber mal gucken, Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich Februar um meinen Geburtstag rum, im März dann irgendwie. Mal gucken, ob ich da wieder Zeit, anderthalb Wochen Zeit habe oder sowas, um dann ein bisschen wieder nach Deutschland da runterzufahren. Und wie gesagt, es wird demnächst dann nochmal ein genaues Video geben, wann ich wo genau bin. Vielleicht nehme ich Bremen noch mit. Auf jeden Fall Hannover, auf jeden Fall Mitte Deutschlands, auf jeden Fall dann 2, 3 Fantreffen. Die wird es dann auf jeden Fall geben. Hamburg dann wahrscheinlich auch. Und das werde ich dann nochmal genauer ankündigen. Dann brennen ja einige drauf zu erfahren, wer hat eigentlich dieses Gewinnspiel gewonnen. Ich habe ja zu meinem 20.000 Abonnenten Special habe ich ja ein Gewinnspiel, so ein kleines, veranstaltet in meinen Möglichkeiten. Und da habe ich 3 Preise ausgeschrieben. Der erste darf sich ein 3DS oder Wii U Spiel seiner Wahl aussuchen. Außer er sucht sich jetzt irgendwas krass Exotisches aus, aber ich glaube, da bin ich recht safe auf diesen beiden Konsolen. Bei 64 muss man doch sehr aufpassen, ne? Der zweite Gewinner, der darf sich
habe ich so ausgeschrieben, einen Besuch von mir wünschen. Dass sich das jetzt mit der Deutschlandreise so ein kleines bisschen relativiert hat, wenn das allerdings in diesem Bereich ungefähr liegt, dann komme ich auch trotzdem gerne vorbei, falls ihr euch das natürlich aussucht. Es ist jetzt so, das ist ein eher seltsamer Preis, weil wenn ihr gar keinen Bock drauf habt, dass ich euch besuche und ihr mich gar nicht kennt, ist ja manchmal so. Nicht jeder hat Bock, die Person aus dem Internet auch in Real Life irgendwie kennenzulernen oder möchte sowas gar nicht. Dann könnt ihr euch trotzdem für einen Trostpreis entscheiden. Das ist ja völlig okay. Ihr bekommt dann trotzdem was. Trotzdem habt ihr die Option zu sagen, ja, ich würde gerne, dass du bei mir vorbeikommst. Irgendwie, dass wir einfach mal ein bisschen zocken, ein bisschen labern. Ja. Und der dritte Gewinner darf sich eine Art Video von mir wünschen. Jetzt nicht einen neuen Battle, auch nicht einen neuen Platz, weil die Videos mache ich sowieso. Aber irgendwas anderes. Ich bin da eigentlich relativ offen. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein neues Let's Play oder keine Ahnung, oder eine Fortsetzung von irgendeiner Topliste oder irgendein altes Spiel, was ich vorstellen soll, dann mache ich das. So, die lose ich jetzt mal aus. Ich habe alle meine Kommentare, 393 waren das, alle von oben nach unten einmal geöffnet und aufgelistet und werde jetzt einfach die Taste nach unten scrollen und nach oben immer im Wechsel und werde dann irgendwo landen und werde dann gucken, dass ich aus dem Anfang und der Mitte, also dass ich nicht nur aus den ersten paar Kommentaren Gewinner ziehe, sondern irgendwo aus dieser Leiste. Das ist jetzt völlig zufällig generiert und ich lasse einfach mal laufen und... Don Marek, herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Preis gewonnen. Ich blende den Kommentar mal ein. Oh, der ist ein bisschen größer. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, endlich 20.000 Abonnenten. Ja, na, na. Deine drei Top-Videos von mir sind, mehrere Videos, sagt er. Diese sind nicht auf deinem Hauptkanal. Ich spreche natürlich von der von den Kamikaze-Gans-Videos. Sehr cool. Der guckt auch meinen Vlog-Kanal. Ja, die Kamikaze-Gans, die muss ich demnächst mal wieder besuchen. Dann das Zelda-Special auf Platz 2 und auf Platz 1. Tims Geschenke Spyro Enter the Dragonfly. Das Gamecube-Spiel. Das war sein erstes Video, was er von mir gesehen hat und er hat einen besonderen Platz in seinem Herzen. Oh, hier. Er hat es sich mal wieder angesehen und musste genauso lachen wie am ersten Tag. Sehr cool. Der wohl beste Moment, du hast Steffi gefangen. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Also, du darfst dir ein Wii U oder ein 3DS-Spiel von mir wünschen und das werde ich dir dann zukommen lassen und wenn du möchtest, auch gerne noch eine Autogrammkarte von mir. Herzlichen Glückwunsch. So, dann losen wir mal den zweiten Platz aus. Scroll, scroll, scroll. Wieder ein bisschen nach oben. Lea Luna Likery. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch, du hast den zweiten Platz gewonnen. Sie weiß offen gesagt nicht, wann ich... Oder, ja, Lea, es wird eine sie sein. Manchmal haben Leute auch ein Bild von ihrer Freundin drin und dann denke ich mal, es ist eine Frau, bis ich dann mal mir den Namen durchlese und merke, nee, es ist ein Typ, der seine Freundin als Profilbild hat. Er gerade mal ein Jahr, sagt sie, aber sie hat sich meine ganzen alten Videos nachgeholt. Ja, was ich gar nicht so befürworte, ich finde meine alten Videos schrecklich. Ihr Platz 1 ist das Zelda-Special. Yeah. Auf Platz 2 Zelda Nervkram. Ja, sie schreibt so, sie ist ein großer Zelda-Fan. Und sie fand es witzig, wie ich darüber aufgeregt habe. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist ein Video, was ich selber gerne gucke, weil ich da über mich selber auch sehr gut lachen kann, wie ich durch da abgehe da. Und der Nostalgie zu Löwenzahn. Sehr cool. Ganz eigenartiger Platz. Ah, weil sie es als Kind gespielt hat. Ja, toll, jetzt mach da draußen wieder Action, du Blöder. Mann, Mann, Mann. Ich soll mich nicht so viel aufregen. Bluthochdruck und so. Herzlichen Glückwunsch, du hast den zweiten Platz gewonnen. Das heißt, du darfst jetzt, wenn du es möchtest, dir wünschen, dass ich dich irgendwann mal besuche. Wenn es in der eher unteren oder mittleren Hälfte Deutschlands liegt, dann kann ich gern in dieser kleinen Reise, die ich mache, einfach mal bei dir vorbeikommen, dass wir einfach mal quatschen können oder was spielen, keine Ahnung. Oder uns muss ja nicht bei dir sein. Ich will ja nicht zu den Leuten unbedingt nach Hause. Man kann sich da mal irgendwo in der Stadt treffen und einfach mal quatschen. Wenn du das gar nicht möchtest oder so, dann such dir einfach einen Trostpreis aus, vielleicht irgendwas, ein Spiel im Wert von bis zu 10 Euro oder sowas. Da kriegt man bestimmt auch hin. Wie gesagt, ich möchte mich den Leuten, die da gar keinen Bock drauf haben, nicht aufdrängen. So, und dann der dritte Platz. Jetzt geht's um einen Videowunsch und... Jetzt müsste ich aber schon ziemlich weit unten in den Kommentaren sein. Ein bisschen nach oben, ein bisschen Zufall. Strich, Mulab, Strich. Herzlichen Glückwunsch, sagt er selber auch. Ja, herzlichen Glückwunsch zurück. Einfache Frage, sagt er. Das Let's Lay, ach Gott, echt, das Let's Lay ist dein Lieblingsvideo. Wo ich einfach nur im Bett liege. Dann Top 10 Komponisten, sehr cool, das Video mag ich auch sehr gerne. Und das Zelda-Special, 2 Stunden pure Erinnerungen.
Sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dir einen Videowunsch. Wie gesagt, du kannst dir gerne eine Top 10 wünschen oder auch irgendwas anderes gerne. Ein Nostalgiealarm von einem Spiel, was ich gespielt haben muss. Oder ein Spiel, was ich irgendwie mal testen soll. Ein Review oder sowas, wenn ich das Spiel zufällig irgendwie, wenn ich da rankomme. Oder irgendwas ganz anderes. Du kannst dir irgendwas mal ausdenken. Aber wie gesagt, du brauchst dir jetzt nicht den neuen Battle zu wünschen. Der kommt sowieso Ende Oktober. Oder einen neuen Platz oder sowas. Weil diese großen Projekte, die mache ich sowieso. Ja, herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner und ja, gehen wir doch mal direkt weiter. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass es leider immer noch keinen neuen Nintendo-Präsidenten gibt. Eigentlich wollte ich da ja irgendwann mal drüber berichten, aber interessanterweise gibt es da immer noch keinen. Ich habe vorhin extra wieder geguckt, aber das scheint sich ganz schön zu ziehen. Es sind immer noch diese beiden Interimspräsidenten. Gut, dann braucht man da auch nicht mehr zu sagen. Dann habe ich neulich mal, kennt ihr Tom Bleasby? Ist ja super geil, da liebe ich wieder echt so das Internet, ne? Der hat irgendwann mal mit dieser Jessie J, die dieses Lied Flashlight im Internet so ein bisschen berühmt gemacht hat, die hat eine Zeit lang mal mit anderen Leuten, mit anderen Musikern zusammen, die dann eher so unbekannt sind, zusammen in so einer Karaoke-App gesungen. Und dann hat sie auch mit diesem Tom Bleasby zusammen gesungen. Und der Typ hat eine Stimme, ne? Das ist der Hammer. Ich verlinke mal dieses Video, wo er da mit ihr singt. Der hat so eine glasklare, glockenklare Stimme, das ist der Hammer. Ich habe noch nie so eine schöne Stimme gehört wie bei diesem Typen. Und der ist noch nicht mal professioneller Sänger oder sowas. Der macht das einfach nur als Hobby. Und wow, also was der auch auf seinem Kanal für geile Gesänge hat, das ist einfach nur der Wahnsinn. So eine Stimme, boah, muss man aber mögen, ist Geschmackssache, aber ich fahre auf diese Stimme voll ab. Dann gucke ich super gerne Wrestling zurzeit, weil ich finde, dass jetzt gerade seit April ungefähr sehr talentierte, sehr geile Wrestler wieder nach oben gekommen sind, dass sie geile Wrestler auch gepusht haben. Jetzt leider ist der Push von Cesaro total abgeflacht, das finde ich sehr schade. Der wird gerade irgendwie zum Edeljobber, dass er gegen Leute ständig verliert. Ich habe gehofft, dass er, weil er ist einfach, er macht richtig geile Show, er zeigt mit die geilste Show von den Leuten, die da im Moment in der WWE unterwegs sind. Ist auch technisch super und der macht einfach nur Bock, der Typ. Und ich finde es schade, dass sie ihn nicht mal zum Main-Player in den Main-Roster so ein bisschen ziehen. Sondern er jetzt wahrscheinlich wieder den IC oder den United States-Titel irgendwie tragen wird. Schade, finde ich sehr schade. Aber ansonsten auch geile Storylines, das macht alles super Bock gerade und ist echt cool. Und war am Anfang nicht so nach WrestleMania, war schwach, aber gerade SummerSlam und die Raw-Sendung nach SummerSlam hat richtig Spaß gemacht. Weil die Crowd auch übelst abgegangen ist. Ich konnte nicht mehr verlachen, ne? Wo die La Big Show, weißt du, wo die dann das Match gewinnen und dann stehen sie da alle draußen und gucken mal, gucken zu, Cesaro und Randy Orton und sowas stehen da und dann machen sie ja zu viert die Attacke gegen Big Show und so, super witzig. Oder als Brock Lesnar den Bo Dallas da, weißt du, mit den Suplexes auf den Boden bringt und immer wenn er rausgegangen ist, dann alle Buh und dann ist Brock Lesnar wieder zurückgegangen und alle Yeah und dann ist er wieder Buh und das war super witzig, die Crowd hat so geil mitgespielt in der Sendung. Ja, dann zum Mario Maker braucht ihr mir nichts weiter zu fragen. Ich kriege jetzt wahrscheinlich am 11. ein Testmuster, werde dann ganz normal den Mario Maker testen und dann auch meine Meinung dazu kundtun. Aber ich vermute jetzt schon recht stark, dass ich von dem Spiel nicht super übermäßig begeistert sein werde. Aber ich habe in letzter Zeit auch gelernt, dass ich das in letzter Zeit nicht so gut einschätzen kann bei Nintendo-Titeln. Vielleicht feiere ich das Spiel einfach nur übelst. Ich werde es ausgiebig testen, werde es auch mit Tim, mit einem anderen Tim hier in Kiel ein bisschen zusammenspielen. Freue mich da auch drauf. Und aber erwartet da nicht so, dass ich das Spiel jetzt unbedingt wieder total liebe. Ja, aber oft getäuscht habe ich mir in letzter Zeit trotzdem. Dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, was habe ich, also ich habe jetzt da oben auch Tim Reviewed mit reingeschrieben. Denn es gibt da drei Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, zu denen ich jetzt auch noch ein bisschen was sagen möchte. Aber auch gar nicht so überkrassmäßig viel, deshalb mache ich da jetzt kein eigenes Reviewed-Video zu. Das erste ist Dark Souls. Nein, Spaß. Zu Dark Souls wird es sogar zwei eigenständige Videos geben. Dark Souls, dieses Spiel, ist der Grund, warum in letzter Zeit recht wenig von mir auf YouTube kommt. Denn ich bin in letzter Zeit eigentlich, wenn ich Zeit habe, nur am Dark Souls spielen. Dieses Spiel ist so gut. Es ist der Hammer. Es ist eine Gameplay-Granate. Und vom ganzen Design her, aber das werdet ihr dann ja nochmal ausgiebig von mir hören. Ich werde dazu auch ein Videospiel-Tagebuch machen, in einer Form, wie ich es noch gar nicht so gemacht habe. Also anders als das Zelda-Tagebuch, wesentlich anders. Ich werde da mal ein bisschen was probieren, ob ich das vielleicht dann öfter mal für Spiele mache. So ein Tagebuch in der Form, wie ich es dann jetzt für Dark Souls mal ausprobieren möchte. Müssen aber auch Spiele sein, wo es sich anbietet. Also etwas längere Spiele. Final Fantasy X, was ich jetzt zum Beispiel spiele. Oder halt Dark Souls. Für kurze Spiele eignet sich diese Form von Tagebuch nicht.
Und ja, wow, also ich habe jetzt, witzigerweise, für die, die mich so ein bisschen verfolgt haben auf Facebook, ich habe übrigens jetzt auch das New Game Plus beendet. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich stolz und auch, aber es ist auch so ein bisschen, wie gut das Spiel ist. Weil wenn man das Spiel einmal durch hat, ist man Experte in dem Spiel. Du hast alles im Kopf. Ich konnte meiner Schwester alles aus dem Kopf immer noch sagen und Tipps geben und sowas und alles genau erzählen, weil ich immer noch alles, ich brauchte nur die Augen zu machen und ich bin durch die Gebiete gelaufen. Ich wusste genau, wohin und wie lang und welche Gegner da standen. Das ist der Hammer. Und deshalb war mein zweiter Run auch echt kurz. Ich glaube, nach 4 Stunden Spielzeit hatte ich das Spiel schon wieder durch. Nicht zu 100% diesmal, also nicht alle Bosse, sondern nur die Hauptbosse, die ich machen musste. Ich bin zu den Gargoyles rüber, bin durch die Abkürzung um Blighttown rum, hab die Spinne weggeknackt, bin wieder nach oben durch die Abkürzung geklettert, bin durch Zens Festung ohne einmal zu sterben durch. Und also ich bin überhaupt ausgerechnet bei Quelog das erste Mal gestorben im zweiten Run. Aber jetzt erzähle ich schon viel zu viel, ach egal, was soll's. Gedacht, bin dann hoch, bin dann bei Quelak gestorben, blöderweise. Bin dann aber auch lange wieder nicht gestorben, bin durch Zens Festung komplett durch, ohne zu sterben. Bin dann in Anor Londo ein paar Mal gestorben, an dieser einen blöden Stelle auf den Dings. Da bin ich, glaube ich, 5-mal gestorben, dann war ich da auch vorbei. Ornstein und Smaug war ich richtig stolz, habe ich beim zweiten Try diesmal geschafft, im New Game Plus. Dann bin ich 2-mal gestorben bei diesem blöden Feuerhüter-Töter, den ich invaden wollte. Und dann hatte ich da auch schon keinen Bock mehr drauf, weil das musste ich ja gar nicht machen. Da bin ich 2-mal gestorben, verdammt. Ja, und dann bin ich auch schon, glaube ich, erst in die Feuerwelt wieder, weil auf die hatte ich am wenigsten Bock. Und das ist auch, muss ich gar nicht sagen, der Endboss da. Warte mal, ich bin, genau, diesen Feuerdämon, diesen kleinen, habe ich sofort geschafft. Den Dämon selbst, diesen 12-Fuß-Dämon habe ich beim ersten Mal geschafft. Und dann kam der Pissboss überhaupt. Das ist auch für mich der schlechteste Boss und auch das schlechteste Gebiet in ganz Dark Souls. Diese Magma-Welt am Ende. Und vor allem der Endboss aus der Magma-Welt, der ist, finde ich nicht gut. Der ist mega unfair und schlecht designt. Und bei dem bin ich auch öfter gestorben, weil er mich immer in den Abgrund gewischt hat. Und man kann da nicht viel gegen machen. Und den mag ich gar nicht. Und dann bin ich genau in die Katakomben. In dem Gebiet bin ich öfter gestorben. Das fand ich auch ein bisschen schwach. Aber das Gebiet hat mich echt gezerrt. Da bin ich bestimmt 10-mal gestorben. Bei Nito bin ich 2-mal gestorben. Und dann bin ich nach Neu-Londo. Bin ich komplett durchgekommen. Auch die 4 Könige, First Try. Sif hatte ich davor auch First Try wieder mal. Ich weiß nicht, warum so viele Leute mit dem Probleme haben. Ich fand ihn immer super einfach. So, die Motte und die, genau, Hydra und Havel habe ich auch alle First Try gemacht, einfach so nebenbei, weil ich Bock drauf hatte. Auch genau, weil ich gucken wollte, ob ich den DLC diesmal aktiviert bekomme. Leider wieder nicht, ich kriege diesen DLC nicht. Ich finde immer diesen Golem, aber die Frau taucht nicht auf. Und ja, dann blieb ja nur noch der letzte Boss, dann blieb ja nur noch Sith the Scaleless. Da bin ich, glaube ich, 2-mal gestorben in der Kristallhöhle und bei ihm selbst 1-mal, obwohl der echt nicht einfach ist. Und dann bin ich zu gewinnen und der ist ja nicht wirklich schwer. Gewinn habe ich dann einfach weggemacht und bin diesmal vom Feuer weggegangen. Aber wie gesagt, mehr dazu dann im ausführlichen Tagebuch und in der Review. Die anderen 3 Spiele sind Infamous. Dieses Spiel habe ich gespielt und habe schon auf Facebook kurz meine Meinung dazu kurz getan. Infamous ist absolut nicht mein Spiel. Ich habe es, ich würde sagen 4 Stunden gespielt und habe dann einfach gemerkt, dieses Spiel ist persönlich einfach nicht mein Fall. Am Anfang war ich super angetan von diesem Spiel. Ich fand die Idee mit dem Charakter, mit den Superkräften und auch das Gameplay echt gut. Vom Gameplay, von der Steuerung her, von dem Klettern her und sowas macht das echt Spaß. Und die Idee mit der Open World, mit der Stadt, hat mir am Anfang gut gefallen. Und auch, dass man so ein bisschen GTA-mäßig, dass die Umwelt auf einen reagiert, fand ich sehr, sehr cool. Und dass du böse oder gut werden kannst und das Auswirkungen hat, fand ich cool. Aber dann wurde mir irgendwann echt langweilig. Und das hat vor allem 2 Gründe. Diese Open World, diese Stadt, die ist dann doch eigentlich ziemlich leer. Du kannst zwar so ein paar Splitter finden, die dir mehr Fähigkeiten geben, also mehr Energie praktisch, aber das war's. Ansonsten gibt es keine, ich habe jedenfalls nichts entdeckt, keine Quests, keine interessanten NPCs, keine Verstecke, du konntest nie in die Gebäude mal irgendwie rein, du konntest toll über die Dächer laufen, aber das hat nichts gebracht. Eigentlich musstest du immer nur unten zu der Straße zum nächsten Ziel laufen. Und das ganze andere Rumklettern hat dir überhaupt nichts gebracht. Und diese ganzen anderen Kletterpassagen in Gebieten, wo du musstest, die waren alle sehr, sehr einfach geskriptet, sodass du kaum daneben springen konntest und immer ersichtlich war, wo du hinspringen musstest. Das hat ein anderes Spiel besser gemacht. Und auch die Story, das ist der 2. Grund. Die Story hat mich absolut nicht gepackt. Ich fand, sie haben am Anfang es verpasst, ihr ein bisschen mehr Hintergrund zu geben,
wer ist das und was bist du und warum bist du so und warum folgst du dieser FBI-Agentin und bla bla. Du machst es einfach. Du weißt, warum, was dein Ziel ist, aber mehr weißt du nicht. Und das hat mich einfach beides nicht gepackt und ich muss ehrlich sagen, das Infamous einfach so, glaube ich, nicht mein Ding ist. Ich werde mir jetzt nochmal Uncharted angucken, vielleicht packt mich das ein bisschen mehr. Ich glaube, die sind recht ähnlich so vom Aufbau her. Ja, und dann mal gucken. Das andere Spiel ist, das hat mir sehr gut gefallen, das ist Enslaved, Odyssey to the West. Habe ich schon viel drüber gehört und das ist echt gut, das Spiel. Es ist aber nicht super gut, es hat gewisse Schwächen. Enslaved kennen wahrscheinlich eher nicht so viele. Also in Enslaved geht es darum, du spielst Monkey. Das hier ist dein Held. Der heißt Monkey. Und der ist in einer gewissen Welt, wo halt eine böse Firma, von der erfährt man das erst nur, die heißt Pyramid. Und die kontrolliert alles so ein bisschen. Die versklavt Leute mit so gewissen Versklavungsstirnbändern. Und dann müssen sie denen gehorchen und sie nehmen Leute gefangen und lassen sie für die arbeiten und behalten sie praktisch, so das erfährt man jedenfalls, gefangen. Und das ist erstmal das, was man so weiß. Und Monkey wird wohl gerade wegtransportiert und dann passiert ein Unfall und er kann halt entkommen. Aber halt nicht nur er, sondern halt auch sie. Diese Frau, die hier drauf ist, deren Namen ich jetzt, warte mal. Trip, genau. So, und sie ist eher schwach. Monkey ist total der Held. Er kann klettern und springen und alles und ist ziemlich stark. Und sie aber nicht. Deshalb setzt sie ihm heimlich, während er noch verwundet ist von diesem ganzen Unfall, so ein Versklavungsstirnband auf, deshalb auch Enslaved. Und sie sagt, pass mal auf, es tut mir wirklich leid, aber mir bleibt keine andere Wahl, ich muss dich hier versklaven, damit du mich beschützt. Weil wenn ich sterbe, stirbst auch du. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, dann stirbst du. So. Und das ist das, worum sich das Spiel dreht. Und das ist sehr interessant und das Spiel funktioniert dadurch auch wirklich gut. Es gibt Missionen, in denen sie agiert aber sehr selbstständig, das gefällt mir. Sie läuft sehr selbstständig rum, begibt sich manchmal aus Versehen in Gefahr, manchmal tauchen halt diese Mechs. Du kämpfst halt die ganze Zeit gegen fiese Roboter, die halt von Pyramid erzogen wurden und gebaut wurden. Die haben sehr, sehr viele böse Mechs halt praktisch gebaut, die die Menschen verfolgen und töten sollen, die halt Pyramid nicht folgen möchten. Und ja, gegen sowas kämpfst du. Und wenn sie auf einmal gegen so einen Mech auftritt, dann hast du auf einmal richtig Druck, da schnell hinzukommen. Und muss sie halt verteidigen. Ein typisches Szenario wäre, sie ist zu schwach, um auf so einen Abgrund, da hoch zu klettern. Du kannst sie hochwerfen, kommst selber nicht hoch, musst aber so außenrum klettern. Während du aber außenrum kletterst, taucht auf einmal ein Mech hinter ihr auf. Also musst du schön schnell sein, um diesen Mech noch wegzutöten. Und manchmal kannst du ihr halt, du kannst sie auch steuern, du kannst sie Befehle geben, sodass sie die Mechs ablenken kann, während du von hinten angreifst. Du kannst ihr auch sagen, geh in Deckung, du kannst ihr sagen, los, jetzt kannst du losgehen, ich beschütze dich und sowas. Das macht wirklich Spaß. Aber es ist nicht nur das. Es ist auch manchmal, übernimmt sie auch andere Rollen für dich, sodass du praktisch in einer Art Panzer sitzt und musst halt von oben halt schießen, während sie das Ganze steuert. Und du kannst ihr da auch wieder Befehle geben und so weiter. Das ist echt gut gemacht und das Spiel hat auch sehr viel Abwechslung. Es gibt ein paar Rennpassagen, du bekommst später noch ein Item dazu, mit dem du über Wasser flitzen kannst. Und es gibt halt so eine Art Energieseelen da zu entdecken, die du halt sammeln kannst. Damit kannst du Fähigkeiten für dich aufbessern. Und es macht halt Spaß zu gucken, welche Fähigkeiten nimmst du. Möchtest du mehr aushalten, möchtest du mehr Leben haben, möchtest du mehr Schaden austeilen, möchtest du Fähigkeiten dazu bekommen, die dich wendiger machen und so weiter. Das macht Spaß und dadurch habe ich auch echt Bock gehabt, ein bisschen zu erkunden. Aber super viel kann man auch nicht erkunden. Man hat auch nicht super viel Freiheit, das Spiel ist einigermaßen linear, was aber hier auch nicht schlimm ist, finde ich. Es ist halt kein Rollenspiel, sondern es ist ein Action-Adventure, was einem jetzt nicht so viel Freiheiten gibt, aber dadurch ist das Spiel immer zack, immer knackig, immer schnell und das hat mir sehr gut gefallen. Die Story, ohne jetzt viel zu verraten, löst sich am Ende sehr interessant auf. Aber ich finde, sie hätten ein bisschen mehr zu der Welt dazu tun können. Denn im Endeffekt siehst du nur die Gegenden, in denen du dich selber begibst, in denen du selber rumläufst. Kommst in eine sehr komische Welt, es taucht auch noch ein anderer, der Pygmy da, sehr komischer Charakter auf. Und dann haben sie auch ein bisschen Charakterinteraktion mit eingebracht. Die Beziehung, die du zu Trip aufbaust, ist sehr interessant und sehr gut erzählt. Dieser andere Charakter, der ist allerdings noch so ein bisschen komisch, der später dazu kommt. Aber auf jeden Fall nicht schlimm. Also im Großen und Ganzen, das Spiel ist auch nicht so super lang. Ich glaube, 8 Stunden hatte ich damit dann verbracht. Es sind coole Kämpfe dabei. Sie haben sehr, sehr coole Events mit eingebracht, sehr coole Bosskämpfe. Das Spiel ändert sich immer mal in dem, was du machen musst.
ändert sich auch von den Landschaften her und das Klettern ist halt hier besser als bei anderen Spielen nicht so, dass sie dir sagen, drück einfach nur Knöpfe, spring, 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 spring und dann bist du durch, sondern du musst gucken, wo du lang springst und du musst halt, wenn du irgendwo hängst, musst du gucken, okay, wo kann ich denn jetzt hinspringen und musst halt für dich selbst erkennen, außer du spielst im Easy Mode, da blinkt das dann, musst dann trotzdem gucken, okay, an das Rohr kann ich vielleicht ranspringen, springst dahin, kannst dich festhalten, ja. Das macht dann echt Spaß, dass du so ein bisschen freier erkunden kannst, wo du langkletterst, weil, wie gesagt, es gibt auch Sachen zu entdecken. Und es gibt auch noch andere Erinnerungen zu entdecken, die dann am Ende ein bisschen interessanter werden. Das ist echt ganz gut gemacht. Hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Kann ich empfehlen. Ist auch nicht teuer, wenn ihr euch das mal irgendwo kaufen wollt. Das dritte Spiel habe ich jetzt aber gar nicht hier, das habe ich emuliert. Wario Land für den Game Boy. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel war gut, es hat Spaß gemacht, dauert auch nicht sehr lange, aber war für mich jetzt auch nichts großartig Besonderes. Ich glaube, das Spiel muss man als Kind gespielt haben. Ich kann das verstehen, wenn man das früher gespielt hat, mochte man das bestimmt total gerne. Aber für mich war es jetzt einfach nur so ein weiteres Gameboy 2D Jump'n'Run. Und wie gesagt, es war witzig, hat Spaß gemacht, hat eine witzige Musik, aber alles war okay, war gut, aber mehr war das auch gar nicht für mich. Und das war es auch schon zu Mario Land. Ein bisschen hat Spaß, hat's gemacht. Ach ja, oh, jetzt mache ich gerade die Kindheit von vier Leuten kaputt. Ja, das waren die Spiele, die ich noch ein bisschen reviewen wollte. Das soll es auch schon gewesen sein. Tut mir wirklich leid mit der Reise, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich sag's gerne nochmal. Einige sehe ich ja vielleicht trotzdem, die jetzt nicht unbedingt... Aber das ist auch einfach so weit weg, München. Immer wenn ich gleich nach München fahren möchte, diese ganze Reise, dadurch verlängert sich alles so, weil es einfach so irre weit weg von mir ist. Und, naja. Ein anderes Mal. Ja, das war's auch schon. Ich lade das Ganze jetzt hoch. Ich wünsche euch noch eine schöne Sonntagnacht. Ich hoffe, das Video dauert nicht zu lange, bis es oben ist. Und seid nicht traurig. Viel Glück an die Gewinner. Viel Glück an die Gewinner. Ne? Schreibt mich auf jeden Fall an deswegen, weil ich kann euch jetzt da nicht anschreiben. Kontaktiert mich am besten auf Facebook oder auf Skype. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Ne? Bis zum nächsten Video. Ciao.